Jo, Sonntag! Und Papi! Ja! Sonntag ist es und heute kommt die Doku raus. In Anführungsstrichen Dokumentation, weil eigentlich ist es ja dokumentiert, das ja nicht, aber er zeigt so ein bisschen halt den Ablauf. Ein bisschen, sagen wir mal so, es ist ein Video mal ein bisschen professioneller geschnitten. Ja, von einem tschechischen Dokumentarfilmer, den Jan Strachowski. Oder so. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Strachowski. Strachowski. Was? Es steht ja irgendwo, oder? Es steht ja irgendwo. Jan. Jan. Ja. Einfach Jan. Ja. Und der war kurz in Berlin, hat versucht hier Arbeit zu finden, hat nichts gefunden, dann hat er mich gefunden, dann habe ich gesagt, naja, okay, dann mach doch einfach mal so ein Video und so, oder kannst du ein paar Videos schneiden. Für mich verdient er sich auch ein bisschen Geld. Das war so ein gegenseitiges, er macht einen Wert für mich, ich mach was für ihn, ich kann ihn ein bisschen unterstützen, er kann mich unterstützen. Das war so ein bisschen eine Kooperation und wir schauen mal, wie es euch gefällt. Jetzt fahren wir zum Geburtstag. Ich bin total begeistert. Yeah. Meine Familie ist auch total begeistert. Ich bin aber manchmal noch nicht an. Naja, ich auch. Es fällt wäre immerhin. Unkatastroph. Immerhin, es fällt dir ein. Na du Baby. Ja, meine Füße müssen dich selbst tragen. Und schwupp, ist es auch schon wieder Montag und der normale Alltag beginnt. Guten Morgen, liebe Leute. Also ich bin ja begeistert. Ja. Also so viele positive Kommentare bis jetzt dazu, das finde ich toll, zur Dokumentation. Also, es ist wieder Montagmorgen. Ich bin im Fahrradladen, allerdings heute nicht so lange, weil ich heute Kinderdienst habe. Heute kann wieder keiner auf die Kinder aufpassen, außer der liebe Tommy. Papa Tommy macht das natürlich sehr gerne, aber dafür kann ich nicht im Laden sein, weil ich meine, mit drei Kindern, du kannst ja nicht die Verantwortung auf die Größte abschieben oder so sagen, pass mal auf und ich bin im Laden, das funktioniert nicht. Deswegen habe ich heute ab 2 Uhr geschlossen. Also haben wir einen relativ kurzen Arbeitstag. Ich freue mich sehr, dass euch die Doku so gefällt. Ich bedanke mich auf alle Fälle dafür, dass ihr so fleißig schaut, dass es vielleicht auch weiter sagt und positiv kommentiert. Ja, also wie gesagt, auch bei der Musik. Also der Jan hatte komplett freie Hand, habe ich ihm gegeben. Dafür habe ich gesagt, film einfach so nebenbei. Er war dann immer mal da, so 3, 4, 5 Tage hintereinander war er so da. Hat so gefilmt ein bisschen, hier eine Situation, da eine Situation. Und hat am Ende, oft habe ich auch zu ihm gesagt, die Szene kannst du jetzt nicht nehmen oder so, weil da irgendwelche Leute drauf waren, die nicht drauf wollten oder so. Sagt, kannst du nicht nehmen. Hat er sich dann am Ende schon geärgert. Meinte, naja, was soll er denn nehmen? Da war so eine gute Situation. Naja, und das ist so ärgerlich, was kann er denn überhaupt nehmen? Das Problem ist, wenn man die Leute vorher fragt, ist es kaum authentisch. Also hat er die Leute eher hinterher gefragt. Ne? Kann er das verwenden? Weil das ist ja nicht verwerflich. Ja, ja, ist okay. Ja. Und also da ist nichts gestellt in diesem, das ist der ganz normale Tagesablauf. Das wahre Leben, wie es wirklich ist. Hier natürlich schön zusammengeschnitten. Ja, wohlgemerkt. Wenn ihr euch mal so einen Livestream von mir angeschaut habt, dann werdet ihr wissen, dass die Tage mit 12 Stunden auch sehr viele öde, langweilige Phasen enthalten. Das ist natürlich nicht immer so wie in so einem Schnitt von 30 Minuten dargestellt. Deswegen ist das normale Leben denn doch etwas beschaulicher. Ich hab gesagt, ich hab die neuesten Nachrichten. Ja, ich komme. Nachrichten, zeig mal. So. Wollen wir in die ganze Welt. Ich verkaufte das Todesauto an die Gangster. Oh, jetzt schlachten sie aber aus. Jetzt haben sie auch keine anderen. Das ist doch keine Nachrichten, wo ihr fährt. Das ist eine Katastrophe. Ja, das sah aus, als würde das richtig losplatzen, aber kam nicht. Ja, nee, war ja wohl da. Stimmt. Drei war es. Das war bei uns zwar wirklich blauer Himmel und dann kam von oben Scheiß. Kommt von oben Regen. So wie jetzt. Nee, da ist der Room. Dann kam von oben, hast du gesehen, so voll die Mauer.
auch gut zu. Ja, 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 aber auch Landtag so frei. Ja, und da hast du ihn aber nur gesehen. Als 2 und 3 war es richtig dunkel, hat gedacht, da jetzt kommt was. Wolfgang, du musst mal aufhören zu reden, dann kannst du reden. Ach so, schon, ja. Naja, das ist immer, du bist ja kein Synchronsprecher. Nee, ich nenne sowas. Tonüberlagerung. Ja, aber ich verstehe das nicht. Ich habe auch so ein paar Carsten kann das gut ignorieren, aber das ist für mich anstrengend. Denn Ja, ja. Weil Multitasking gibt es ja nicht. Nee, für mich auch nicht. Nee. Du brauchst besser zum Glück hier. Was für diese Schüssel? Körbchen wieder. Carsten, Rad Nummer 4 oder 5. Nee, das, theoretisch meinst du. Ja. Ja, aber das bleibt. Naja, bitte. Weile her. Mich hätte erst an die Polizei rausgeklingelt. Dich? Ja. Warum? Wegen hier um die Ecke parken. Wie hier um die Ecke parken? Wegen hier um die Ecke parken. Ich bin angekommen hier mit dem Rollen. Ich bin da parkt hier ein und so. Dann klingelt Zingel an der Tür. Mal ich so ein Idee, was ich mache. Ich jetzt für dich. Gott sei Dank haben wir auch viel gemacht. Das hat jetzt schon 100 Euro gekostet. Und, das stimmt. Steht Polizist da und meint, ja, ich stehe noch 5 Minuten vor. Ja, das ist ja gar nicht. Ich stehe sehen, Bruder, ich nehme den Schlüssel hier raus, da rückt er um die Ecke. Ich denke, ach, du meinst den anderen. Scheiße, Batterie alle tot, von der Hange weg, was? So, wir haben sie wieder was geklaut. Es ist zum Kotzen. Und diesmal nicht nur mir, sondern auch den Nachbarn. Und zwar haben sie hier irgendwelche Jugendlichen wohl am Wochenende, haben sich an den Fahrrädern zu schaffen gemacht und haben die Sättel, haben so ein paar Sättel, wollten sie haben, haben sie einen Sattel beim Nachbarn abgeschraubt. Und ein Sattel bei mir, bei meiner Mieträder. Also mit Sattelstange ist das immer weg. Das ist immer sehr, sehr ärgerlich, weil das kostet ja dann auch irgendwie 30 Euro alles insgesamt. Aber ist nicht zu ändern. So, jetzt werde ich ganz einfach Spiralschlösser werde ich mir jetzt holen. Ganz günstig irgendwie. Und werde jeden Sattel einzeln sichern. Noch, auch noch. Man kann da nichts machen. Und was mich am meisten ärgert ist, dass ich erwische die immer nicht. Ich sehe die immer nicht, die Leute. Ich würde die gerne mal erwischen. Ja, aber hier der Hausmeister, der Hauswart sozusagen, hier, der hier die Treppe macht, der hat die gesehen am helllichten Tag, wie die herumfummeln und hat die weggescheucht, meint er. Also, aber nichts, ich würde die gerne mal erwischen. Ich kenne die ja alle hier. Ich kenne die alle. Und 100% kenne ich die auch. Und die grinsen mich an, grüßen mich wahrscheinlich so, ja, laufen hier vorbei. Kackfrech. Ja, musst du doch so ein bisschen prägen. Also das sind ja Jugendliche, meint er. So, ja, 14, 15 Jahre. 12. Bis 15. So. Furchtbar. Der tippt sich bei mir nicht. Ist gleich auf den Finger. Das kann es nicht sein. Komm, jetzt kommt er. Wer kommt denn jetzt? Wer ist denn ich? Miss Redhead? Und hier bei dem gibt es ja Probleme. Und zwar ist der Speicher gerissen. Die muss ich natürlich ersetzen, kann ich jetzt nicht einfach so wieder zusammenbauen. Das damit hat die gute Dame natürlich nicht gerechnet, dass der Reifen deswegen auch plattieren ist, vermutlich. Also es ist nicht nur ein platter Reifen, sondern es ist auch ein Speichenbruch. Weil durch den Speichenbruch, wenn eine Speiche reißt, dann löst sich natürlich die Spannung. Dadurch, dass sich die Spannung löst, wird die wie so ein Pfeil vom Bogen abgeschossen. Weil die Speiche steht ja unter Spannung. Wenn die reißt, dann bumm, ist das wie ein Auslöser. Dann wird sie abgeschossen und rutscht sozusagen durch die Felge und durchsticht den Schlauch. Und dann hat man einen Platten. Deswegen Speiche tauschen, ansonsten reißen die nächsten und so weiter und so weiter. Muss halt gleich mitgemacht werden. Wenn ich das jetzt so lasse, dann ist die Felge ja geschwächt an der Stelle und die anderen Speichen müssen doppelte Last aufnehmen. Ja, und dann ist das nur eine Frage der Zeit. Hier ist der defekte Speicher. Hier ist natürlich auf der Antriebsseite. Dazu muss ich dann eine Dritzel wieder abbauen. Hier ist die Speiche schon mal. Ne? Den Nippel nehmen wir natürlich auch nicht mehr. Die kann man schon mal ausmessen. Da.
Speicher haben wir. Da kommt sie hin. Allerdings vorher hier unten drunter durch. Unter dieser Speiche. Ja? Ja, kannst du. Boah, ich schwitze schon beim Nachdenken hier. Wenn ich versuche, das Blutbild hinzukriegen, schwitze ich schon. Voll oder Anstrengung. Hört sich falsch an, wie auf Punkt. So, markiert habe ich sie hier ein bisschen mit dem Kabelbinder. Jetzt baue ich sie wieder ein. Es ist zwar kalt, aber das tut dem ja keinen Abbruch. Was ist das? Klebrig alles. Ich fühle mich jetzt gerade frisch, weil ich geduscht habe. Vorhin war ich auch so richtig klebrig. Ist beim Mietrad die Schaltkette durchgerissen, weit auf der Seite gekippt ist. Das müssen wir ersetzen. Und dann ist natürlich auch diese Plastikding kaputt gegangen. Er zeigt nur noch eins. Ich hoffe, die kriegt man wenigstens nachbestellt. Die ist von, auch von SRAM. Und SRAM produziert er jetzt nicht mehr irgendwie. Liest man ja überall. Ist ja furchtbar. Das ist eine Horrormeldung. Also für alle Sachsfahrer aufpassen. Teile horten. Fertig repariert, so schnell geht das. Ist doch schon 12:30, das heißt noch 1,5 Stunden. Da kann ich nicht so viel machen, aber einen Auftrag ist ja noch da. Hier so ein Junker. Mit Papierrahmen oder so. Das ist das Problem. Gut, an und für sich ist natürlich kein Problem, sondern der Kettenspanner hat sich komplett aufgelöst hier bei dem Ding. Jetzt muss ein neuer Kettenspanner ran. Ich finde, der ist jetzt schon lange gewählt worden. Hier wurde so ein extra langer gewählt. Ich habe mal so einen kurzen bestellt, weil er die langen kriegt jetzt auf die schnelle Oriane ran. Und hoffe, dass der das dann auch tut. Und da ist er. Ein ganz simples Modell von Point oder so, der müsste ja eigentlich schon ausreichen dafür. Um den zu montieren, zerlege ich ihn erstmal. Ich schraube die Schraube hier ab. Vierer Inbus übrigens, ne? Das war ein Vierer Inbus gerade, jetzt setze ich den hier an. An das Schaltauge. Achte darauf, dass dieser Stift also hinter dieser Nase liegt. Am Schaltauge. Setze ihn gerade an und schraube ihn rein mit einem Fünfer Inbus. So, jetzt merkt man schon, jetzt hat man hier Spannung drauf. Dann sehen wir natürlich, die Kette ist viel zu lang für den. Ich suche nach einem Kettenschloss. Hier ist das Kettenschloss. Das öffne ich jetzt. Wir müssen die Kette nämlich kürzen. Wir nehmen die Kette erstmal runter. Jetzt kommen wir zu diesem Rädchen, was wir abgeschraubt haben. Wir haben es abgeschraubt aus dem Grund. Es ist nämlich alles, es ist, müsst ihr wissen, ist ja ein billiges Teil. Und vom Werk aus werden die Dinger nicht gefettet. Ich finde das ganz schön katastrophal, aber so ist das halt. Nehmt das einfach auseinander. Das ab. Hi, Tommy. Hülab, hallo. Das Teil ab. Das Teil ab. Inlay raus. So. Blank. Nicht ein Tropfen Öl, Fett, irgendwas dran. Das geht natürlich nicht. Das bewegt sich permanent. Das muss gefettet sein. Da kommt jetzt Fett rein. Ist ja wie ein Lager eigentlich. Ich finde das schon wichtig.
Ja, jetzt ist Fett dran. Jetzt bauen wir es wieder ein. Über den Bügel kann man sich streiten. Ich fahre hier lieber ohne Bügel. Aber dann könnte die Kette halt rausrutschen. Ob der Bügel die richtige Position hat. Ja. Jetzt kommen wir zu der Kette. PC830, das ist eine SRAM-Kette. Die ist nicht sehr... Das ist eine 8-fach-Schaltkette. Die hat natürlich hier auf dem Rad eigentlich nichts zu suchen. So. Jetzt wird das Kettenschloss wieder eingehangen. Die ist viel zu schmal, die Kette. Merkt man hier richtig. Man kann die gar nicht richtig. Die passt kaum aufs Ritzel drauf. Den Zahnkranz. So, verschlossen haben wir es. Natürlich stimmt noch die Kettenlinie. Die stimmt noch gar nicht hier. Da hat man hier unten eine Schraube. Die lösen wir. Und dann schieben wir das Rädchen genau unter das Ritzel, unter den Zahnkranz, dass genau unten drunter steht und schön gerade läuft. Wieder festschrauben, nicht vergessen. Ja, ansonsten passiert halt das, was ihm passiert ist, dass sich alles zerlegt auf der Straße. Das ist nicht so angenehm. Und das war's. Das war das ganze Geheimnis vom Einbau eines Single Speed VSS Kettenspanners. Ich würde mal sagen, damit ist für heute beendet. Wenn jetzt noch was kommt, ein schneller Auftrag, dann mache ich nochmal an. Ansonsten war es das heute schon wieder von mir. Wir sehen uns morgen wieder. Wie gesagt, bei spannenden Geschichten. Mache ich nochmal an. Ansonsten sehen wir uns morgen. Ihr kriegt das morgen davor. Und macht's gut. Bis dann, euer Tommy. Das so tun gehen. Dann ist eingeschult. Also, dann gibt es eine leckere Schultüte. Wie lecker. Willst du mal aufwerfen? Ja. Nein. Oh, was für ein schöner Spielplatz. Aber ganz viele Sachen sind dort. Wow, so viel Kletter. Oder rein. Ja, der ist schön, ne? Ja, ist lecker. Mann, ich hab einen Hunde geholt. Ich hab einen Hunde geholt. Guck mal, Schatz, die Kette nimmt runter. Halt dich fest. Tada! Okay. Und jetzt rauf. Juhu! Macht das einen Spaß! Nicht so gut. Da bist du dran. Super. Zeig. Ah, Killebauch. Na komm, rutsch mal. Wow. Willst du noch mal zeigen? Da bist du dran. Ich passe da glaube ich gar nicht rauf. Ich bin gerutscht? Ja. Hier. Mein Gott, ich hab Angst. Hast du die Nase gestoßen? Da bin ich ja mal der Nasebumst. Nase bumst? Papa, ich hab Durst. Nase gut. Was hast du?
Kommt ihr alles zu dir zurück? Ja, sie sieht das goldene Sicke. Kurzen Harthaus. 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 Der Ruhe. Komm, schön zusammenbleiben, Manu. Hier bleiben. Komm, Luki. Das ist ein Fuß, oder? Touristenschüttler, ein Touristenschüttler. Unten fällt dir Geld raus. Hin. Hier. Ja, und los. Zeig, ja, ja. So, eins, zwei, und jetzt. Ja, ja. Mach nochmal. Hey, yay, 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 yay. Was denn? Das ist Schlüssel. Schluss mit dem Märchen. Ich habe mir eine wundervolle Kaugummi-Bahn. Da ist eine Das war jetzt der Ärzte, ich muss schneiden und alles. Also bis dann. Also ich habe ein Investment mit Carsten. Zusammen, gemeinsam. Ja, wir hatten ja schon öfter Kooperation und Marlies, was hältst du davon? Naja, sie sind nicht sehr ergiebig, sag ich mal. Ja, so wird das auch mit dieser wahrscheinlich sein, weil, was ist es? Und wir haben wieder Papier gekauft. Na, das hoffen wir mal, dass da Papier drin ist und so, das riecht hier. Was wird es sein? Wertpapiere? Das wäre auch nicht schlecht. Und worin befinden sich solche normalerweise? Ein Tresor? Ja, ein verschlossener Tresor. Warte mal, haben wir gekauft. 80 Euro, jeder 40. Der Schlüssel ist weg. Und drin klappert's. Meint er. Das könnte auch der Einlegeboden sein, der einfach lose ist und drin rumbauert. Aber keiner hat den Schlüssel. 80 Euro, keiner weiß, was drin ist. Frisch aus der Wohnung, frisch geräumt. 60 Kilo ungefähr, der Tresor. Ja, den haben wir gekauft, den werden wir morgen öffnen. Naja, und dann drückt uns mal die Daumen, dass morgen richtig die Platte drin ist. Wie das Ding aufmachen. Und ja, drückt uns mal die Daumen auf alle Fälle. Dann kann ich mir endlich eine neue Kamera kaufen mit einem vernünftigen Ton. Also ist das auch für euch gut. Runter! Runter, runter! Sagst du mal, sagst du tschüss? Sagst du tschüss? Sag tschüss. Tschüss! Tschüss! Oh, toll! Tschüss!